Da sind noch Kisten, die ich auch noch zertrümmern muss. Aber erstmal brauche ich was zu essen. Und während der gute Mann wieder mal Feuer macht, esse ich mal ein Stück Müsli-Riegel. Ich hoffe, man hört mein Kauen jetzt nicht ganz so laut. Wenn das Feuer schon brennt, müssen wir das auch nutzen. Okay. Okay, da war nichts drin. Okay, da war auch nichts drin. Zweige zertrümmern brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Dann versuchen wir es, auch wenn gerade das Wetter wieder schlechter wird. Aber wir können hier nicht länger bleiben. Vielleicht können wir noch ein Stück Hirsch rausschnitzen. Dann nehmen wir noch ein bisschen rohes Fleisch mit. Das ist zwar nicht so ideal, aber bei den Temperaturen, wenn man es außen auf den Rucksack festschnüren würde, würde es gefrieren, dann wäre es okay. Okay, da dürfen wir nichts mehr mit rausnehmen. Warum auch immer. Übrigens, Geweih lässt sich auch sehr, sehr gut verbrennen. Stinkt zwar wie die Sau, aber besser als nichts. Ah, okay. Ich kann nicht wirklich klettern und springen, sondern das Spiel skriptet auch den Abschnitt. Ach, du bist ein Weichbums! Unglaublich ist das. Ach, deshalb, okay. Ja. Übrigens sind getrocknete, in dem Fall auch gefriergetrocknete Hagebutten auch kann man ruhig auch essen. Aber jetzt brauchen wir tatsächlich wieder mehr Holz. Na gut, gut, dass ich die Kisten zertrümmert habe. Das müsste reichen für ein Feuerchen.
Was ein Typ, ey. Warum stürzt man immer in Kanada ab? Warum stürzt man nicht in... Ja, hab ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, gell, beim ersten Video. Okay, sonst locker zum Verbrennen ist ja nichts mehr, nur Sachen, die ich zerlegen müsste. Das dauert aber zu lange. Das müsste jetzt reichen für einen Hagebuttentee. Übrigens, den Hagebuttentee, den man bei uns im Supermarkt zu kaufen bekommt, das ist nicht wirklich Hagebuttentee. Das ist eigentlich Hibiskustee. Da steht halt nur Hagebuttentee drauf, weil da irgendwie ein bisschen was drin ist an Hagebutte. Aber in erster Linie ist es eigentlich ein Hibiskustee. Alter, dann machen wir halt nochmal Feuer. Gut, dass ich die Bücher nicht verbrannt habe. Die sind nicht ideal zum Feuer anmachen. Was piepst denn da schon bitte? Ach, das ist meine Spülmaschine. Wie bereite ich Hagebuttentee zu? Also, mir ist klar, wie es in Realität, aber ich meine hier. Ah, da. Okay, ich habe jetzt Hagebutten zubereitet. Wie viel habe ich jetzt davon? Eine Tasse. Okay, geheilt. Und es hat noch den Nutzen, dass man Dings. Aha. Gut. Dann weg. Das Feuer ist eh gleich aus. Verschwenden wir kein Brennholz mehr. Natürlich ist der verstauchte Knüschel jetzt natürlich nicht geheilt, aber wir spüren ihn nicht mehr. Wegen des schmerzmindernden Mittels. Aber wir belasten den jetzt natürlich wieder. Das ist natürlich eigentlich nicht unbedingt sonderlich helle, aber in unserer Situation besser als nichts, gell? Können wir das jetzt diesmal schaffen? Das gibt's doch nicht! Sag mal. Der stellt sich an. Aber das ist nun mal der Ausweg. Da muss er jetzt durch. Muss ich das gedrückt halten oder muss ich da klicken oder was? Nö. Geklicken oder Dauerklicken, wie auch geklickt halten, bringt auch nichts. Ja, da wären Handschuhe auf jeden Fall eine Maßnahme, gell? Okay, Moment. So wird das nichts. Wir verbrennen hier nur wahnsinnig viel Kalorien. Plündere alles, was du kannst und isst, bis du satt bist. Ja, herzlichen Glückwunsch, warte mal. Ich muss vielleicht erst diesen Punkt erledigen. Jetzt.
Was? Nein! Was gibt's so eine? Ach, das ist echt extrem stark geskriptet. Ich muss diese Punkte in den Missionen erfüllen. Das Spiel lässt mich sonst nicht weiterkommen. Na toll. Na toll. Ja, dann auf jetzt. Hat es über Nacht wieder irgendwelche Teile angeweht oder runtergefallen? Nee, sieht nicht so aus. Pass auf, was sagt mein Tagebuch checken? Okay, jetzt will es. Okay, Gott. Tschüss, Hirsch. Die kannst du gleich mitnehmen. Bei deinen Fähigkeiten schaden mehr Schmerzmittel garantiert nicht. Warum wir Astrids Rucksack nicht mitnehmen oder plündern, erschließt sich mir allerdings auch nicht. Ja, Alter. Ja, das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Jetzt habe ich wieder Lust auf Battlestar Galactica. So. Da habe ich übrigens auch mehrere, glaube ich sogar mehrere Computerspiele. Ich habe eins, hatte ich schon mal gezeigt, was so Free-to-Play ist. Ich habe aber noch mehr zu Battlestar Galactica. Die zeige ich euch natürlich, wenn ich wieder bei B bin. Ja, ich weiß, The Long Dark. Aber ich hatte ja im ersten Video gesagt, das ziehe ich jetzt mal vor, weil ich auf das Spiel wirklich gespannt war. Okay, wir sind raus aus der Kackschlucht. Also. Mehr Flugzeugteile. Vielleicht finden wir jetzt die Reste von Astrid. So groß war das Flugzeug doch gar nicht. Auf welche Fläche hat sich.
Ja, gucken wir mal, ob wir eine gefriergetrocknete Astrid finden. Ob das Spiel uns dazu bringt, auch Astrid zu essen, wenn wir sie finden. Wobei, in dem Survival-Modus konnten wir die Leichen der anderen ja auch nicht essen, obwohl die auch alle gut getrocknet waren. Stöcke le bedeuten Leben. Wahrscheinlich haben das deshalb kleine Kinder schon intuitiv drin. Wenn man kleine Jungs irgendwie in den Wald schickt oder irgendwo hin, kommen die immer mit einem Haufen Stöcken zurück. Oh, super. Oh, und Strümpfe. Toll, jetzt haben wir lauter nasse, gefrorene Klamotten am Leib. Das ist super. Ach, was? Also ich sehe da niemand drin hocken. Warte mal. Nö, da ist keiner mehr drin. Und ich sehe auch nichts, was uns großartig schon was helfen wird in dem Frack. Das Kerosin im Tank wäre noch nützlich, aber naja. Da werden wir so nicht drankommen. Okay, was war das da hinten nochmal? Ach ja, nur so ein Stück Flugzeug. Ich denke, Stöcke habe ich jetzt mal genug gesammelt für ein Feuerchen, wenn es notwendig wird. Aber wir brauchen jetzt erstmal Unterschlupf. Wir haben ein bisschen was zu essen und zu trinken gefunden. Den Kadaver haben wir, glaube ich, nur ein Stück davon. Steine und Stöcke. Das ist eine wichtige Sache für unsere Vor. Wenn man es töten kann, kann man es auch essen.
Altes kannibalistisches Sprichwort, oder? Stöcke und Steine waren wichtig für unsere Vorfahren und die wussten, was sie machen. Die haben nämlich überlebt, sonst wären wir heute nicht da. Mal stillhalten. Außerdem ist Kaninchenfell für uns in dem Moment auch eine echt nützliche Sache. Wie weit kann der die werfen? Ah, weit genug. Das ist auf uns zugelaufen. Du nutzloser Depp. Ist das wieder aufgestanden? Ah, nee. Kaninchen verwandelt sich in Zunderbündel und Trockenfleisch? Ah, das war das Astrid, ihr Lager. Ach, das war nur kurz betäubt, dann hätte ich es fangen müssen. Ah, okay. Nein, du solltest. Was? Okay. Ganz kurz. Das, was Rohrkolben interessant macht, in seiner Situation ist halt schwierig zu erreichen, weil das Wasser gefroren ist, er kommt nicht gescheit dran. Was an Rohrkolben aber wirklich interessant ist, ist der Wurzelstock. Das hat drin relativ dicke Wurzelstöcke. Wenn man die ausbuddeln kann, kann er jetzt nicht. Aber wenn er das ausbuddeln könnte, dann könnte er das zubereiten wie Kartoffeln oder ähnliches. Also das wäre an Rohrkolben noch interessanter, als die Stiele zu essen. So, jetzt müssen wir wieder genug Munition haben. Aber ich nehme an, dass das Spiel mich nicht in Ruhe lassen wird, bis ich ein Eichhörnchen, ach Quatsch, ein Eichhörnchen, ein Kaninchen erledigt habe. Das ist halt der Nachteil, wenn ein Spiel so stark geskriptet ist. Das ist nützlich. Oh, ich würde sagen, Astrid ist auch geklettert.